Skandal im Sperrbezirk ist ein Song, der wie kein zweiter auf den ersten Schlag 100% Druck erzeugt und gleich Herz und Magen trifft. Für viele Bands ist ein Superhit Jahrzehnte später eine Bürde. Nicht für Günther Siegel und seine Spider-Murphy-Gang. Na, das war ja ein Glück für uns, dass wir so einen Song mal gelandet haben. Nummer 1, 8 Wochen Nummer 1, hallo. Und unser Album war 96 Wochen in die Charts, hallo. Günther ist 70. Seine Spiders, das ist der Name des Saxophonisten Spider-Murphy, in Jailhouse Rock von Elvis, spielen immer noch Land auf Land ab vor einer treuen Fanbasis. Die Band Bio lässt ganz treue Anhänger mit Konzertberichten zu Wort kommen. Sie erzählen, wie sie immer wieder ihren Idolen nahe kommen können. Die Spiders selbst werden mit ihren manchmal überdrehten Antworten aus 80er Jahre Bravo-Interviews konfrontiert und können jetzt manches gerade rücken. Man wollte immer nur einen besonderen Sponti-Spruch raushauen und ja, man sitzt ja jetzt ein bisschen distanziert und man reflektiert halt jetzt die Zeit da so. Die neue deutsche Welle war die Hochzeit der Spider-Murphy-Gang, obwohl die durch Auftritte in US-Clubs routinierten Musiker nicht mit Fräulein Menke, Markus und Co. zu vergleichen waren. Dennoch hat diese Zeit auch die gelernten Rock'n'Roller beeinflusst. Ich schau dich an, war es schon ein bisschen so richtig, könnte man schon als NDW bezeichnen. Da haben wir dann schon ein bisschen den Trio-Groove verwendet. Die ZDF-Hitparade bot allen eine wichtige Bühne zum Entsetzen von Schlagervater Dieter Thomas Heck. Ich glaube, dass der ein bisschen erschüttert war in seiner heilen Schlagerwelt, wie wir dann auftaucht sind und Hubert K. ist im Nachthemd auftreten. Und wir haben irgendwie Gaudi gemacht, haben uns in bayerische Tracht gekleidet und hat dann auch nicht mehr lang das gemacht. Der große Ruhm der Spiders reichte bis Ende der 80er. Dann stiegen nacheinander Keyboarder Michael Busse und Schlagzeuger Franz Trojan aus. Nur der gelernte Bankkaufmann Günther Siegel hat die Gagen und Plattenerlöse der fetten Jahre zusammengehalten. Er lässt mit Gitarrist Barney Murphy aus der Urbesetzung die Band weiter rocken und rollen. Dass auf dem Olymp der Popstars die Luft sehr dünn ist und manche Kollegen alles im Drogenrausch verloren haben, bedauert Siegel. Hätten sie besser wie er ein Kassenbuch geführt. Viele sind da abgestürzt und wir haben ja viele Beispiele, also die, wo es nicht überlebt haben oder so. Ich sage immer, Rock'n'Roll macht keine Gefangenen.